So, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen und gute weiß der Geier, wann du das Video jetzt hier guckst. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir haben ein neues Spiel bei uns in unserer Datasette. Es ist das Spiel 4. Also nicht die Zahl 4, sondern 4 wie Angst. Und wir sind gleich mittendrin. Wir haben sie startet und wir sind Mitte drin. Und weil ich hier in diesem dunklen fucking Scheiß Grusel in den Raum, stehe, sitze, ich weiß gar nicht, was ich gerade tue, tue ich es nicht allein. Denn bei mir ist the one and only, the legend himself, Benny! Hallöchen! Grüß dich! So, okay, und ja, Benny, wir sind gleich am Arsch. Zappenduster und wir haben hier eine Rotlichtlampe. Ja, ist doch okay. Okay, wir von vorwärts, rückwärts gehen, alles klar, und mit E können wir bestätigen. Hast du die Lampe ausgemacht? Wir haben die Lampe ausgemacht und haben anscheinend die Funzelleuchte angemacht für den ekelhaften Folterkeller, in dem wir uns befinden. Also die Grafik fällt mir schon mal gleich sehr positiv auf. Ja, das ist richtig. Und ich bin gespannt. Itrasti. Was? Ist rostig? I don't want to touch it. Ach, hab das doch nicht so. Das ist ein bisschen Rost am. Ah, der gute Spiegel. Na, so kann man halt auch. Bitte? Was war das gerade? Was war das? Kannst du aus- und anmachen, Licht hier? Nee, ich glaube, ich warte nicht, Benny. Ich warte nicht. Broken Mirror. Broken Mirror. Oh, sind das wirklich unsere Fußabdrücke? Das wäre geil. Das würde ich gut finden. Na, Ja. leider nicht. So, guck mal gerade, ob wir so eine Art Flashlight haben wir nicht. Ich guck mal gerade, ich sehe nur dunkel, ich guck mal gerade. No Lighter in Equipment. Mit V. Warum V? V? Das Flashlight? Oder was? So, hier war noch eine Mülltonne. Oh, okay. Okay, die Mülltonne. Was geht denn ab? It doesn't look good. Ja, okay. Oh nee, Alter, also geil wie so ein Spiel hier, ey. Was ist denn los jetzt? Der Tür auf? Oh nein. Who's there? Das ist ein Schatten. Ah nee, ist die Tonne. Also, kriegt mich ja schon mal instant hier, wa? Mit der Atmo. Die ist ja mal. Die flext ja mal alles weg hier, Freunde. Hallo? Oh, was liegt da? Feuerzeug. Yes! Press F to use it. Alles klar, machen wir. Ey. Hammer und F. Ja, Ah. brauchst du doch nicht, oder? Ist doch genug Licht. Drück F, mal V. Hammer. Nein! Nein, die verarschen dich hier! Alter, mit V aktivierst du das Feuerzeug und nicht mit F. Wie fies ist das denn? Was ist denn das für ein Tutorial? Oh, das gefällt mir schon mal. There is no key in the inventory. Brauchen wir denn? Ist das hier zugeschnipselt? Ja, aber kannst du einfach Oh. aufmachen, oder? Und jetzt? Oh nein! Oh nein! Schon mal. Keine Lust drauf. Keine Lust drauf. Haben wir denn ein Inventar? Tab. Was ist das denn? Können wir hier schreiben? Nee. Oh, was ist jetzt passiert? Alle zu still? Habe ich jetzt die Musik deaktiviert? War das denn gedrückt? Alle. Ja, meine Finger sind pianistenmäßig über die Tastatur geflitzt. Ja, was ist das denn jetzt? Habe ich jetzt die Musik ausgemacht? Das ist ja Käse. Also ich höre noch das Surren von den Lampen. Ja, ne? Aber das noch? Keine Musik, kein nix. Ja, Ich das höre ist nur schon. auf der Tastatur rumkloppen. Ja. Okay, also du kannst auch nicht über Escape Menü aufrufen oder so. Vielleicht ist jetzt auch einfach keine Musik. Kann ja auch sein. Ne? Oh nee, Alter. Nee. Oh,
Ach toll. Ach, ist ja Schau. Ist ja Schau. Ist ja Schau, Alter. Benny. Oh, kannst du mit allem interagieren? Ach du Scheiße. Oh nein. Wer klopft denn da? Ach so, weil ich das jetzt hier mit dem Paket? Ja, okay. Ja, ja. Hallo, Night Delivery. Okay, also die Musik scheint auf jeden Fall da zu sein. Schön, das alte Telefon. Da. So, okay, dann schauen wir noch mal kurz. Wir haben hier eine Karte. Können wir uns die angucken? Können wir damit interagieren? Nee. What? There's an old map. There's an old geographic map. So, okay, was haben wir hier? Ein paar schöne Aktenordner. Das ist ein Schepper. Das ist aber immer der gleiche Sound, oder? Ja, ja. Klock, klock. Oh, warte mal. Oh, Key. Key at the inventory. Und ja, wie öffne ich denn mein Inventory, Freunde? Wie macht denn hier so ein Klo hin, Alter? Ist doch nee, das ist ein Waschbecken, ne? Das ist kein Klo. Ein Waschbecken? Nee, also Waschbecken für wen denn? Für welche Größe denn? Old Rusty Sink. Ja, dann ist das... Ja, wie ich Uni wird das sein? Ich bin überfragt. Leute, wenn ihr wisst, was das ist, ist das ein abgedrehtes Bidet? oder ist das ein Waschbecken für Hobbits? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ja. Ist doch offen, oder? Nee. Aber kommt dir das Menü bekannt vor? Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, welches Spiel es war, aber ja. Dein Feuerzeug geht leer! Nein! Warum kann ich denn die Schlüssel nie benutzen? Der Unlock ist doch linke Maustaste. Ja, hörst du das? Ja. Hier ist nichts Unlock. Es unlockt nicht. Was ist denn das? Warum wird... So, Tab, Klos. Klos da die Scheiße. Was ist denn los hier? Ah, jetzt habe ich E gedrückt. Okay. So, warte mal, ich mach mal... Ja, das jetzt so eine geile Ize ist. Wenn du jetzt aber E gedrückt hast, kannst du jetzt die Tür öffnen? Nee, kannst du noch nicht. Cannot open. But why? Press RMB to use it. I do it. Ja, aber das funktioniert ja nicht, weil F ist ja auch nicht gewesen, sondern es war ja V. Kannst du Door das has been unlocked. Jetzt ist er unlocked. Was hast du gedrückt? Zeig E gedrückt. Okay. Mach mal das Feuerzeug aus. Ich mach mal Feuerzeug aus. Oder mach es wieder an. Man sieht nix. Okay, it's locked. Helf mir mal auf die Sprünge. Welches Spiel ist denn bitte? Blackberry. Nein! Ja. Nein! Wirklich? Genau das gleiche Nein. Layout, Blackberry. Nein! Nein! Wieso ich? Nein! Das ist doch scheiße. Oh, wer dreht denn diese Lampe so ab? Ey, kommt jetzt hier wieder diese... Nicht bereit, nicht. Denn, bin ja AFK. Haben wir hier? Da kannst du durch? Vielleicht befindet sich ja dahinter was. Boah, echt jetzt. Irgendwas, keine Ahnung, Schlüssel, Vorschlaghammer, eine Axt. Was man da gerne hinter verstecken könnte. Jawoll. Wir sind am Arsch, Alter. Am Arsch, Summer. So, andere Türen können wir aber nicht öffnen, oder wie? Nee, beide waren verschlossen. Und ins Inventar kommst du auch nicht, damit wir gucken könnten, ob wir den Key nochmal use. Der ist nur Hände. Wir müssen den Griff finden. Okay. Das ist, haben wir jetzt irgendwie so einen Sackgassenpunkt gerade erreicht? Es könnte sein, weil wir halt kein Feuerzeug mehr haben, damit keine Lichtquelle. Weil wenn sich jetzt dieses Handled, also der Griff, irgendwo in dem anderen Raum befindet, dann haben wir ein Problem. Weil der Raum ist ja komplett dunkel. Ja, das
ist nicht geil, nicht geil. Okay, ich würde mal ganz vorsichtig vorschlagen, wir machen mal ganz kurz einen Restart. Ja, glaube ich. Na? Das ist fair für alle. Alles klar, okay, gut. So, okay, also wir haben uns den Schlüssel geholt, wir haben das Feuerzeug und es kaum benutzt und wir haben schon in der ersten Sequenz die Steine hier so ein bisschen weggebuddelt. Und wir brauchen jetzt quasi den Türgriff. Na, die Tür ist immer noch locked. Genau, locked. Und die ist... There's no handle. I need to find it. Okay, wir müssen den Griff suchen. Okay. Und ich... Meine große Hoffnung ist... Ja, guck mal, Benina, die Strand. Aber wie kann ich denn crouchen? Siehst du das Silberne da? Ja. Ja, aber ja. Wie crouchen wir? Drück mal, keine Ahnung, wild um die Tasten, aber merk dir mal, welche du gedrückt hast. Sehr schön. Manchmal ist es auch Z, witzigerweise. Z? Z. Nope, leider nicht. Echt englische Tastatur Y? Nope. Auch nicht. So, und jetzt komme ich schon wieder an den Punkt, wo wir jetzt halt wirklich massiv das Benzin verschwenden. So, ja, wenn okay. Ich gehe nochmal kurz raus und guck erstmal, genau. Wie du crouchen kannst. Okay. That's the plan, we do it. So, ich drück mal jetzt einfach hier ein bisschen durch. So, ich hoffe, dass ich jetzt damit nicht irgendwie die Aufnahme unterbreche oder irgendeine Scheiße. Man weiß es ja manchmal nicht. Nee, tatsächlich nicht. Das ist seltsam. Wie crouchen wir? Wie kommen wir jetzt an diese Klinke da ran? Kommen wir jetzt überhaupt so an diese Klinke da ran? Na, eigentlich müssten wir doch eigentlich, also, oder? Meinst ja, nicht? Nach meinem Verständnis auch, ne? Aber... Kommst hier wie diesen blöden Rohr, kommst hier nicht ran. So, und das kann ich jetzt auch nicht irgendwo mal abruppen oder so. Rock Mirror. Lass sie irgendwo mal touch it. Das ist... Okay, das Ding stand davor. Kommen wir noch nicht mal an den Stein ran hier. Irgendwie. Ah, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich jetzt hier. Na, wenn ich gehe noch mal kurz in den anderen Raum. Vielleicht haben wir ja da noch irgendwas übersehen. Oder haben wir hier hinten irgendwas noch in der Ecke? Oh, gute Frage. Nö, hier ist nur das übliche, ekelhafte, Folter, vollgefließte Bad. Alasso. Ansonsten wäre dann nochmal der nächste Raum. Geh durch, hab ich gesagt. So. Oh, geil. Ja. Ja, manchmal ist man halt einfach sehr schnell an dem Punkt, wo man halt so kleine Fehler von liebevoll programmierten Spielen aufdecken kann. Indem man mit einem Abfall einmal durch den Türrahmen rennt. Aber gut. Nee, auch nicht. Oh! Was war das? Oh, wir haben die andere Tür hier mit aufgeschlossen. Noch. Okay. Das war natürlich eine Option, die haben wir jetzt ja so ja nicht auf dem Schirm gehabt. Auch nicht schlecht. Dass der Schlüssel für zwei Türen ist. Okay. I open it. Ach du Scheiße. Und es ist dunkel wie Bärenarsch. Oh, warte. Was? Oh, da ist aber ja. Oh, Scheiße. Oh. Hey, ohne so weit. Ohne so weit. Ich bin das hier. Klinke, hier ist der Händel. Ist der Händel. Nein, ja, nimm das Ding. Mit. Oh, bitte nicht. Oh, natürlich ist jetzt alle Dusa. Mal auf das Ding. Oh Gott. Ditte, Alter. Okay. Ditte. Nein, das war jetzt das Spiel? Das war anscheinend das Spiel. Also ich muss sagen, Story top. hat mich komplett abgeholt. Was war das jetzt? Ja, also mir hat es hier super viel Spaß gemacht, auch wenn es super kurz war und Story einfach nicht vorhanden, Grafik geil eigentlich an sich, Atmo auch super, aber
ja, nicht viel aussagend. Und wir danken auf jeden Fall fürs Reinschauen. Ja, und wünschen euch erstmal noch viel Spaß. Lasst einen Kommentar, wie euch der ganze Wups hier gefallen hat. Und bis dahin sagen wir erstmal reingehauen. Ciao.